Und was gibt es morgens Schöneres, als zu einer Ruine im Norden zu spazieren? Und ich habe keine Ahnung, von welcher Ruine hier gesprochen wird. Ist sie auf der Seite auch alles nachgespawnt, so wie die Snapper vor dem anderen Tor? Wie gesagt, erfahrungspunkttechnisch wäre das sehr gut. Und mit unserem Mana sollten wir das inzwischen auch wegstecken können. Hier ging es doch zu den lustigen Banditen. Hier, Crazy Ivan. Genau. Das ist aber keine Ruine hier. Sieht man von hier oben vielleicht irgendwo eine Ruine, die in Frage kommen könnte? Man sieht hier hauptsächlich Wald. Das ist schwierig mit dem bisschen an Informationen, die man hat. Artefakte. In diesem Teil Metanas um Gelnern herum ist eine große Menge von Artefakten. Wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, alle Bereiche zu erschließen. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was dort zu holen ist und bringe es mir. Im Norden auf einer Felsspitze. Das müsste doch bei der Stadt zumindest dann aus zu sehen sein, oder? Na? So, da ist Norden. Auf einer Felsspitze eine Ruine. Ich habe keinen Schimmer, wo das sein könnte. Hier sind erstmal noch Pflanzen. Nein, das ist halt eher Osten hier. Also es ist schon nördlich der Stadt. Aber eigentlich ist es eher Osten. Es ist echt einiges nachgespawnt und ich weiß nicht warum. Ich finde das jetzt nicht mal schlecht, dass die Dinge nachspawnen. Aber Gothic untypisch. Das ist noch eine Truhe, die wir, glaube ich, noch nie aufgemacht haben, weil wir es nicht konnten. Richtig. Das können wir jetzt. Ja, hat sich richtig gelohnt. Böses Vernichten, 2 Verwandlungstränke, Münzen und 2 Heiltränke. Die Ripper sind auch alle wieder da. Wolfsmine. Und direkt neben der Wolfsmine ein Troll. Natürlich. Es muss so sein. ...500 EP. Nördlich der Stadt Felsspitze Ruine. Ich weiß es immer noch nicht.
Können halt mal alle Berge so ein bisschen abklappern. Es wäre jetzt ja eher wieder tiefster, dunkler Wald, wo wir hingelaufen sind. Vielleicht doof. Felsspitze ist ja eher so höher gelegen. Aber das hier ist schon wieder eher so das Banditenlager, wenn ich mir das da hinten so ansehe. Nicht so sehr Ruine. Kommen wir hier hoch? Ein bisschen. Ja, doch. Hier ist noch Gestrüpp. Da hinten wird wohl ein Wasserfall sein. Und da ist schon die nächste Stadt. Ist schon ganz cool. Ich sehe nichts. Wahrscheinlich falle ich gleich irgendwo runter, aber so geht's schon wieder. Waldbeeren, klar, hier oben auf dem Berg. Natürlich wachsen hier Waldbeeren. Und Harnischkraut und Krötenwurz. Aber keine Ruine. Da unten sind Ruinen, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht gemeint. Ruine im Norden. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Mal abgesehen davon, dass die Spitzen hier nicht so sehr felsig sind, sondern eher grün und bewachsen, sehe ich hier auch keine Ruine. Und da ist schon wieder relativ zu Ende mit Felsspitzen. Oder Bergen. Da ist wieder zurück Stadt. Da oben vielleicht noch. Wo kommt man runter, ohne zu sterben? Das sieht ganz gut aus. Ja, ich sehe nichts, aber wir rutschen ein bisschen. Kommt man da denn irgendwie hoch? Na, nicht so richtig. So ein bisschen vielleicht. Kommt man hier aufs Dach und von da aus weiter? Gibt's hier noch was? Ich meine, auf den Dächern von Corinnes haben wir auch Lederbeutel mit Geld gefunden. Aber hier scheinbar nicht. Kommen wir hier hoch? Ja, da ist dann aber quasi Ende. Weiter geht's nicht so richtig. Vielleicht noch ein bisschen. Na, schaff's es? Na? 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 Einfach ein bisschen Exploiting hier. Gucken, was so geht. Wir sind noch Pflanzen. Wir sind hier auf jeden Fall nicht ganz unerwünscht. Irgendwie muss man hier hinkommen. Mehr Pflanzen. Noch mehr Pflanzen. Da sehe ich nichts. Da rutsche ich mit Sicherheit früher oder später runter. Das Zeug können wir auch sicherlich nochmal für Mana-Tränke gebrauchen. Da sieht es so aus, als würde es schon wieder runtergehen. Die nehmen wir mit. Über Hüpfen kommen wir auch hier hoch. Zu den Pflanzen.
Und den pflanzen. Ja, wenn das ganze Gestrüpp hier manchmal nicht wäre, könnte man sich auch ein bisschen umschauen. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo im Norden eine Ruine sein soll. Auf einer Felsspitze. Und da war noch eine Mana-Pflanze, her damit. Und eine Zauberwurzel. Und eine Heilwürze. Ja, gut. Wir sind jetzt auch, glaube ich, nicht mehr ganz so sehr im Norden. Wir sind jetzt mehr im Osten. Wir könnten mal wieder Richtung Norden wandern. Aber ob uns das hilft? Halt, im Norden ist man dann doch relativ schnell im Sildengebiet. Und ich denke, dann werden wir in die Richtung auch als nächstes gehen, tatsächlich. Aber hier kommen wir, glaube ich, nicht runter, ohne uns irgendwas abzubrechen. Gucken wir mal. Ja, so sieht erstmal noch ganz gut aus. Das sieht sehr tief aus. Das auch und nichts, wo man rutschen kann. Aber hier könnte gehen. Ja, natürlich, mit Wölfen. Hol den Ball. Hol das Stöckchen. So natürlich nicht. Fang den Ball. Sehr gut. Haben wir das? Und hier sind halt relativ viele Ruinen. Hat aber nichts mehr mit Felsspitze zu tun. Ich höre da noch einen. Da zum Beispiel. Okay, mehr Zeug zu pflücken. Das ist eine Goblinbeere und eine Waldbeere. Ein Sonnenkraut. Das ist auch noch jede Menge Flora mitzunehmen. Da auch. Und hier sowieso. Und ich glaube, normalerweise wäre man von hier gekommen, von Geldern aus, Richtung Silden. Oh, den habe ich im Grün gar nicht gesehen. Das hat er nicht kommen sehen. Na? Wer will noch einen Feuerball in die Fresse? Meldet euch. Na los. Ja, da ist ein Varan. Da sind zwei Varane. Die haben sogar ein Attribut. Dann sind sie questrelevant. Ja, da kommt man jetzt nur natürlich nicht normal runter. Da müssen wir halt springen. Wir finden schon wieder hoch. Ansonsten, da drüben ist ja auch die Stadt. Was hast du? Ein Druidenstein. Huch! Und hat Lot Säge. Ich bin sicher, du bist questrelevant. Varane haben richtig viel Kram dabei. Richtig lukrativ. Da ist noch eine Blutfliege, das sehe ich doch genau. Da ist noch eine. Und noch eine.
Waldbeeren, Blutfliegenstachel und noch einer davon. Jagen mit dem Feuerball, der am Felsen hängen bleibt. Blutfliege. Alles mitnehmen. Wo geht's hier noch lang? Zur nächsten Blutfliege, klar. Warum sitzt ihr in der Höhle? Braucht ihr nicht ein bisschen Platz, um rumzuflattern? Achso, den Durchgang haben wir von der anderen Seite schon gesehen. Alles klar. Ja, dann gehen wir hier weiter, würde ich sagen, an die andere Richtung rum. Wir haben ja nicht eilig, wir gucken uns einfach ein bisschen um. Und die Stadt müsste da irgendwo sein. Aber da ist ja auch irgendwie noch so ein kaputtes Häuschen. Mehr Pflanzen. Da brennt was. Ohne Animation. Ah, da blendet die Animation ein. Ach, das ist unser alter Wolf hier. Der, da hat er sich gemerkt, dass er kokelt und deswegen war da noch ein Feuer-PNG. Für die Entfernung. An der Truhe waren wir noch nicht dran. Klar, wir waren hier noch nie. Wie sollen wir da jemals dran gewesen sein? Noch eine Truhe. Nein. Ich bin im Kampf. Oh, ein Lurker. Beteilige dich doch einfach am Chat. Wollte er nicht. Das passiert mit Leuten, die nicht chatten wollen. Lurkt hier noch irgendwer rum? Ja, da sind noch mehr Lurker. Beteiligt euch! Wollen sie nicht. Na gut. Blutfliege. Und noch eine Blutfliege. Okay, die ist am Stamm hängen geblieben. Die Feuerball ist am Stamm hängen geblieben. Die andere haben wir direkt weggeräumt. Da kommt noch eine. Lass mich doch mal kurz auf Abstand gehen. Den in die Richtung werfen, in die andere Richtung laufen, umdrehen und dir einen gegenpfeffern. So nämlich. Dann können wir dich noch ausnehmen. Erstmal nichts weiter im Ziel. Ich glaube, wir laufen jetzt gleich hier in eine völlig andere Richtung als irgendwie wieder Richtung Stadt. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass wir irgendwie hier hinten rum dann dahin kommen, aber ich glaube, wir sind schon in die völlig falsche Richtung unterwegs. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal wirklich nach Silden. Und hören uns deren Geschichte an. Wie sie von Orks, der Baum da lebt irgendwie. Busch. Wie sie von Orks versklavt wurden und wie schlimm doch alles ist. Und mimimi. Und da lurkt schon wieder einer. Noch so welche. Und der ist auch noch vollgefressen.
Jetzt haben wir den Twitch-Chat aber gleich zusammen. Hutlots Hammer, was macht denn der Hutlot mit seinen Werkzeugen? Das bringt nichts. Was denn für ein Kampf? Ich sag ja, wir haben den Chat gleich zusammen. Mach mal auf. Nimm mal mit. Da ist noch ein Schwert. Und da kriegst du auch auf. Abgebrochen. Vielleicht irgendwann mal. Okay, eine vergessene Rolle. Dann nehmen wir die Pflanzen mit und dann sehen wir doch schon Gebäude im Hintergrund. Das wird doch jetzt sicher ein idyllisches Städtchen, das noch nie von Orks gehört hat. Die gehen ganz gut. Für ihre 200 EP. Ich hoffe, die gehören hier keinem. Und ich nehme gerade einem Bauern seine Lebensgrundlage. Aber bisher waren Bisons eigentlich immer wild umherstreifend und für alle da. Ein bisschen was zu verknuspern. Abgebrochen. Natürlich abgebrochen. Und eine neue Armbrust und Rohstahl. Wir brauchen dringend mal Eisenerz. Dann lohnt sich das auch langsam, das Bastardschwert zu kaufen. Die Schematik dafür. Gibt es auch einen offiziellen Eingang oder muss ich hier immer übers Wasser? Tja. Was soll ich sagen? Mit diesen ganzen seltsamen Lurkern hier. Ich hab mir das nicht ausgedacht, ich lese nur vor. Das war auch direkt die erste Quest. Töte die seltsamen Lurker am Fluss. Puh. Das darf man nicht auf Twitch zeigen. Heißt die Quest auf Englisch? Strange Lurker at the Stream oder sowas? Wahrscheinlich nicht, aber es wäre sehr lustig. Aber ich fürchte, dafür ist das Spiel auch schon ein bisschen zu alt, um so eine Anspielung machen zu können. Oder beabsichtigt machen zu können. Komm, einer fehlt da noch. Genau, du fehlst noch.